Yo! Della, warte. Ich brauche eine Auszeit. Ich brauche eine Auszeit. Warte auf mich, Bella. Bleib stehen. Ich habe gesagt, bleib stehen, Bella. Treib mich nicht so an. Bella. Was willst du von mir? Sag es. Ich weiß genau, was du bist. Sag es. Eine Banane. Warte nochmal. Nein. Doch, du weißt genau, genug mit dem Ratespielchen. Bella, du weißt genau, was ich bin. Ein Vampir? Ja. Hast du jetzt Angst vor mir? Nee. Wie nee? Guck mich an. Ich bin ein Vampir. Los, Bella, guck mich an hier in der Sonne. Guck, wie ich glitzer. Da. Das ist Komm es, zurück. Was ich bin. Du bist doch kein Dynamo. Ich doch. Und ein Monster. Ey. Jacob, was machst du denn hier? Oh. Ey, du komischer Vampir. Oh nein. Was machst du hier mit meiner Alten? Sie ist mit meins. Unserer. Mit unserer sie Alten. Sie ist meins. Du wirst ich will, gehöre hier niemandem. Bella. 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 Bella, du Bella. Weißt ja nichts von deinem Glück. Du weißt Bella. Nichts Bella. Von deinem Glück. Wir sind Werwolf. Wir sind Werwolf, und wir lieben dich. Und wir lieben dich. Und wir schnetzeln den Vampir ganz easy weg. Ich hab keinen Bock auf den Dreier. Oh mein Gott. Vergiss den Vampir. Vergiss den Vampir. Ich glaube, Alice kommt. Ich höre Alice. Okay, was? Alice würden wir auch sie nehmen kommt. Im Notfall. Alice. Sie ist ein Vampir. Achso, ja, wir hassen Vampire. Wir würden sie doch nicht nehmen. Alice, was machst du denn hier? Alice! Ich will euch warnen, ich habe eine Vision. Oh Gott. Von wem? Oh Gott. Was ist passiert? Veronica will uns alle umbringen. Oh Gott, die scheiß Veronica. Veronica, diese dreckig. Veronica, oh nein, sie will Bella töten. Ich kann nicht mehr. Bella, oh, pass sie, auf, sie kann Bella Veronica nicht töten, weil Bellas ungeborenes Kind ist unsere zukünftige Frau. Ach ja, stimmt. Moment, woher wisst ihr das? Okay. Nein, Veronica! Tu es Veronica! Nicht. Veronica! Veronica! Nein! Veronica, nein! Ich glitzer dich oh zu Gott. Tode! Veronica! Wir müssen alle nein, hier weg! Wir müssen weg! Wir verwandle dich in einen Wolf! Und. Okay, oh, wir sind Werwolf! Wir sind Werwolf! Ja, Mensch, weg! Wo ist Veronica? Ich ja werde jetzt in die Sonne oh, falsch treten! Ah, ah, da ist Veronica! Oh, Veronica! Veronica! Veronica hat Bella getötet! Oh nein, und sie hat unsere zukünftige Frau getötet. Nein, oh, falsch. Aber ich habe sie vorher gebissen, sie sollte wie... Veronica. Es fühlt sich alles so komisch an. Veronica hat gewonnen. Veronica. Veronica. Ah. Hunger? Hunger? Das war wieder ein langer Arbeitstag, ey. Oh, hat das lange gedauert heute. Was zu essen? Im Büro echt der schlecht. Chef wieder, ey. Oh, guck mal hier, das sieht aus, als wäre hier eine oh, gute Hundeschule. Guck mal, die Jungs vom Krankenwagen sind auch hier. Die haben da auch ihre Pause anscheinend verbracht. Aber hier aus der Gegend sollen wir echt hier irgendwas essen? Ich weiß nicht. Ich guck mal, da steht auch eine Nutte. Und wir leuchten das mal an. Schauen wir es uns mal genauer an, was geht denn ach, da? Da gibt's Hotdogs. Direkt, ah, sieht doch direkt ganz freundlich aus. So. Lass da mal hingehen, mal gucken. Ja, Mai, mir hat mal jemand erzählt, hier. Warte mal ganz kurz. Rishi, kommst du mal bitte her? Rishi will sich schon wieder Prostituierte klar machen. Ist unfassbar. Rishi. Okay, kann man jemand vorgehen? Ich habe irgendwie ein bisschen Bam. Okay, wir haben das geregelt. Wir können jetzt okay, endlich was ein bisschen essen. Bammel. Weil man weiß ja nicht, wer da. Okay, dann Hotdog alle? Ja,
Ja, Currywurst, oder? Nee, nee, Hotdog. 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 Okay. Ich will Hotdog. Okay, dann nehmen wir Hotdog. Okay. Hallo, hallo. Hey. Ja, guten Tag, was ist denn los? Schrei doch nicht so, Mensch. Sorry. Was gibt es denn? Ein Hotdog, bitte. Ja, für nee, uns. Ja, gleich. Haben wir nicht. Hier gibt es noch Currywurst. Hier gibt es noch Currywurst. Draußen ist noch was anderes dran. Ja, also hier ist ein riesen fetter Hotdog draußen drauf. Wenn ich sage, hier gibt es noch Currywurst, dann gibt es hier noch Currywurst. Ja, aber da liegen doch Hotdogs auch. Da liegen doch Hotdogbrötchen. Können wir bitte mal den Chef sprechen? Echt nett. Mädel, hören also, Sie mal zu. Ich sag, hier gibt es Currywurst, dann gibt es hier nur Currywurst und keine verdickten Hotdogs, ja? Ich möchte hier keine Hotdogs verkaufen, sondern Currywürste. Ja, wenn aber Sie ich sehe auch wollen, gar keine Currysoße bei Ihnen. Wenn Sie das, ja, das geht sich erstmal gar nichts an. Wenn Sie das nicht wollen, dann gehen Sie bitte wieder von meinem Stand weg, ja? Ich möchte hier Currywürste verkaufen, keine Hotdogs. Ich glaube, so. Sie werden Sie nie was keine scheiß Currywürste. Ja, das ist mir jetzt egal. Hier gibt es Currywurst, keine Hotdogs. Keine Sau ist hier. Guck mal, hier liegt nur ein Toter, wahrscheinlich von das der hat Sie nicht, Currywurst. Das hat Sie nicht so interessieren. Ja. Bitte verlassen Sie jetzt meinen Stand, wenn Sie keine Currywurst wollen. Haben Sie Döner? Kommen Sie heraus. Ich sag dir nochmal, hier gibt es keine Döner, hier gibt es keine Hotdogs und hier gibt es auch keine Currywurst. Doch, hier gibt es Currywurst. Ich hab einen Stern. Warum habe ich einen Stern? Nur weil ich die Currywurst... Kann mal bitte jemand was machen? Ich hasse diesen Currywurstverkäufer. Das ist ein Überfall. Ja, Herr mit der Curry... Nee, was wollen Sie denn jetzt von mir? Wollen Sie mit mir bedrohen oder was? Ich habe zum Glück meine Waffen dabei. Zack! Currywurst gibt es hier, keine Hotdogs. Ihn liegt hier, okay, ihn liegt total viel an seinem Hotdogwagen. Haut ab, können wir den zerstören? Bevor ich ausraste hier. Bin drin. Okay. Currywurst gibt es hier. Schnell! Wir geben nur Currywurst. Tut was! Oh. Okay. Tut ihm was, ich hab auf einmal eine Waffe in der Hand. So. Oh, Selbstmord, aber der Stand ist hinüber. Das ist. Können jetzt wir den gefangen nehmen? Können wir den irgendwie festnehmen? Wir müssen ihn gefangen nehmen. Weg von meinem Stand! Nee, okay, mein das ist super. Stand! Mach das mal bitte. Beruhigen Sie sich bitte ein bisschen. Könnt ihr denn bitte auch irgendwas ins Maul stopfen oder so, damit der. Wollt ihr doch nur Currywurst verkaufen? Was ist denn mit euch los? Ich glaube, der hat die Currywurstkrankheit. Hau ab! Anders. Hau ab! So, warte, ich knebel den mal eben. So, weg von meinem Stand hier, Mensch, du. Warte und. Aua! So, du bist jetzt geknebelt, du kannst nicht mehr reden. Du kannst nicht mehr reden. So, komm, wir nehmen den mit. Ja, komm. Komm mit. Oh, der Knebel sitzt locker, ich muss aufpassen. Also, wir müssen aufpassen. So, wo ist denn unser Wagen? Da vorne. Hier, der Wohnwagen. Okay. Oh, ist alle rein! Oh! Ich bin tot! Ja, ich hab mich. Ich glaube, der ist weggelaufen, der ist irgendwo da vorne gleich. Ja, wir kommen wieder schnell. Warte, da ist noch 616. Guck mal, und das alles nur, weil wir einen Hotdog essen wollten. Das darfst du echt keine zählen. So, los! Okay, ich nehme dir mal den Knebel ab, aber sag nicht mehr Currywurst. Ja. Mann, ey, was ist denn mit euch kaputt? Ich hab also, ich wollte doch nur. Ich wollte doch nur meine Currywurst verkaufen, da kommt ihr zu meinem Stand. Ich hab ja sonst nichts. Im Leben, du. Leute, ich glaube, wir müssten wieder arbeiten gehen. Wir müssen den jetzt mal mitnehmen. Ja. Ey. Oh, warte. Ja, was machen wir denn da? Leute, Kriminelle oder was? Warum sind denn hier so viele Polizisten? Wir sind Köche. Wir haben jetzt einen Sklaven, der kochen kann für uns. Okay. Wer Sklave? Ich kann doch nicht kochen. Ach, jeder kann kochen. Warum verkaufen Sie ein Essen? Was wollen Sie denn überhaupt kochen? Spaghetti. Hör mal, Junge, ich kann doch nicht mal einen Hotdog machen, dann soll ich dir Spaghetti kochen oder was? Was ist denn mit dir kaputt? Ach, guck mal, jetzt hat er es zugegeben, aber Currywurst oder wie? Currywurst ist ja auch meine Spezialität. Gibst du zu, dass der Tote an der Currywurst gestorben ist? Mist, ich glaube. Das kann ich nicht begründen. Ne? Ich habe nur die Currywurst verkauft und dann bin ich weg. Problem ist nur, wenn wir halt jetzt mit 4 Sternen in die Wüste fahren. Ich weiß nicht, ob wir da einen guten Spot finden zum Kochen. Ach, ihr werdet also gesucht oder was? Was ist denn mit euch los? Was habt ihr denn? Habt ihr Mord begangen oder was? Nee, aber wir haben dich ja mitgenommen und das hat den Leuten hier nicht so gut gefallen anscheinend. Ja, ich bin ja auch der beste Currywurstverkäufer der Stadt. Wir sind hier an der Flugbahn, vielleicht können wir ja erstmal uns in die Lüfte gleich erheben und den Wohnwagen erstmal hier stehen lassen und den dann gleich wiederholen. Ja, wir unser super Fluchtpilot ist dabei. Das könnt ihr mich doch nicht antun, ich hab Flugangst, ich kotze euch die Bude voll, du. Das ist nicht schlimm, wir stopfen dir die Currywurst im Maul. Ja, dann mach Fenster auf. Hast du genug, da ist genug Platz. Oh Gott, wo bin ich da nur reingeraten? Selbst schuld.
Wenn ich mal anständige Hotdogs verkaufen kann. Passt. Guck mal, hier steht ein Jet. Das ist ja... Was? Welch ein Zufall. Oh Gott, das kann ja was werden. So, dann mal rein da. Mist! So, drin. Oh nein. Was ist mit euch beiden? Verdammt. Gestorben. Oh, ist sie da... Oh, ich auch. Keine Angst. Oh, ich komm wieder. Wir rennen schon. Ja, wir kommen. Wir kommen. Immer, okay, aber der bleibt bei uns, der Currywurst. Beziehungsweise der Hotdog-Verkäufer. Ja. Ja, der steigt. Mein Name ist Friedhelm, falls ihr das wissen wollt. Friedhelm. Gott sei Dank haben wir deine Frau und deine Kinder vorher irgendwo festgehalten. Bitte was? Aber du siehst die wieder, wenn du für uns kochst. Ja. Aber ich kann doch keine Spaghetti kochen. Es geht auch nicht um Spaghetti, hast du es noch nicht begriffen? Aber dann müsst ihr mal klare Anweisungen machen. Ich frag euch, was ich euch kochen soll, dann sagt ihr Spaghetti und jetzt geht's. Kriegst eine Liste, kriegst einen Topf und dann geht's los. Was fliegt denn eigentlich? Handelt sich um Kristalle, mehr sagen wir nicht. Ja, dann flieg ich mal, obwohl ich das gar nicht kann, ne? Klar, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du fliegst. Ja, dann ist jetzt mir auch egal. Wir heben jetzt hier ab. Ja, so eine Hotdog-Bude zu einer Currywurst-Bude umbauen kann, der kann auch fliegen. Könnt ihr mir denn wenigstens mal sagen, wo ihr hin wollt? Ja. Wir müssen weg von der Polizei, aber ich glaube, wir haben sowieso keine Sterne mehr und wollten dann wieder in den Wohnwagen. Okay, dann drehe ich am besten eine Runde und dann versuche ich das Teil wieder heile auf den Boden zu kriegen. Das wäre vernünftig, ja. Okay, wird denn jemand von uns noch gesucht? Nee. Okay, also kein Wort zur Presse, ne? Sonst müssen wir leider deine Frau und deine Kinder an den Füßen kitzeln. Und das ist ja, sehr unangenehm. Ich weiß leider nicht, wie man die Räder hier ausfährt. Ich lande jetzt einfach mal so, ne? Wird ein bisschen holprig, aber haltet euch fest. So. Oh, es geht ja. Sehr angenehm. Mhm. So, da wären wir. Oh, das war jetzt nicht so gewollt, ne? Da war ich eigentlich... Ja, da war noch ein bisschen Currysoße. Ganz mal. Also. Okay. So, jetzt der Wohnwagen ist jetzt auch irgendwie gar nicht mehr da, ne? Och, da bin ich mal eben kurz. Ey, ja, ruhig bleiben, Leute. 16, der Pilot ist nicht geflogen. Hilfe. So, Wohnwagen. Müsste ja hier gleich einer vorbeikommen, ne? Aua. Haben Sie gut gemacht, mein Jung. Ja, danke, du. Hier ist doch gut, Viertürer. Wir brauchen aber unbedingt so wegen der Küche hinten. Ja, wir brauchen eigentlich... Wo ist denn jetzt euer toller Wohnwagen? Ja, wir suchen Wagen. Jetzt einen. Was soll das? War aus Versehen. Lasergurke, wir waren schon in einem High-Class-Apartment. Was ist denn das jetzt da, Lasergurke? Was soll ich denn jetzt mit einem Apartment? Bis ein scheiß Wohnwagen kommt. Meint ihr, das mit dem Kochen wird noch was? Ja. Da vorne ist ein... Nee, den können wir auch nicht nehmen. Ich laufe mal nicht allzu weit raus. Vielleicht stehen die auch noch irgendwo rum, auf einem Parkplatz. Ja, gerade hatten wir auf jeden Fall total viele. Ich war schon lange nicht mehr in einem Kipplaster. Ihr passt aber sehr gut auf eure Geisel auf, das muss ich euch sagen, ne? Ja, wo bist du denn? Bauern. Ja, ich heb gerade mal ab, ne? Ich flieg mal davon. Wie bitte? Nein! Bauern haben hier Knarren. Ich schnapp ihn mir. Okay. Deine Frau und deine Kinder, ne? Die werden dir danken. Nein, ich wollte euch doch nur einen Wohnwagen besorgen. Jetzt bleibt doch mal ruhig. Okay, dann ist ja gut. Wir machen den Salz an die Füße und holen die Ziegen raus. Oh ja. Oh Gott, nee, lass das bitte. So.
so, wo waren wir? Ja, den roten Phosphor, genau. Ja, den gibst du dann in den Kolben rein, den wir gerade eben erhitzt haben. Hier, den da vor mir direkt, ja? Ja. Du machst den Deckel wieder drauf und erhitzt das Ganze wieder. Dann holst du das Ganze wieder da raus. Hey! Hey, dann nehmen wir den großen Kolben. Das ist auch gut, dann haben wir auch eine größere Menge direkt. Hier, was also, ist denn hier rechts in dem Kasten drin? Das geht dich den feuchten Scheiß an. Noch ein bisschen hiervon, das ist die geheime Heisenberg-Zutat, damit es auch schön blau wird. Dann geben wir das hier noch mit rein. Dann erhitzen wir das nochmal und danach füllen wir das hier in dieses Riesentablett, was jetzt leider irgendwo hier auf dem Boden rumliegt, und lassen es auskristallisieren ein paar Tage und dann müssten wir eigentlich fertig sein. Und wie du siehst hier, wenn du den großen kaputt machst, es stehen auf jeden Fall noch genügend andere hier rum. Ja, also von daher, wir können dich jetzt gleich hier einsperren. Party! Dan, 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 Dan! Jetzt wird Crystal Meth gezockt!